Hallo liebe Freunde, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Seid willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen heute mit Gustavo unterwegs. Was ich sehe, werden Sie auch jetzt gleich erfahren, worum es geht heute hier. Dieser Gedenkstein steht vor dem neuen Rathaus und jetzt vor der Kamera. Hallo, guten Tag. Habe ich jemanden, der wieder uns erklären, worum es geht heute? Ja, also das ist zwar der Gedenkstein für Fukushima und gar nicht für Hiroshima, aber der Platz heißt ja Hiroshima-Platz und ist natürlich zum Gedenken an die Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki 1945 durch die Amerikaner. Wer erwartet mich heute noch hier? Bitte? Wer kommt heute noch hier zu diesem Gedenktag? Der Oberbürgermeister, der wird hier einen Kranz niederlegen, denn die Stadt Göttingen ist ja und er ist Mitglied der Mayors for Peace, also das heißt eine Gruppe von Bürgermeistern und Stadträten und Städten, Stadtverwaltung, die gesagt haben, unsere Bevölkerung will keine Atomkraftwerke. Okay, vielen Dank. Gerne. Vielleicht kannst du mir bitte deine Kollegin schicken? Ja, kann ich machen. Bitte, danke. So, gleich, wie gesagt, wie schon gesagt wurde, kommt gleich der Oberbürgermeister. Ja, Gustavo, wo soll ich hin? Ja, hallo, guten Tag. Magst du dich vorstellen? Ich spreche den Oberbürgermeister an nachher. Ja? Ja. Mhm. Erzähl mal, was gibt es heute hier? Ja, vor 2 Jahren wurde an der Bonifatius-Schule eine Ehrentafel für Robert Oppenheimer angebracht. Und Robert Oppenheimer ist eigentlich ein sehr skrupelloser Mensch. Er hat nicht nur die Atombombe entwickelt, er wollte auch unbedingt die Ergebnisse sehen und war Berater des amerikanischen Kriegsministeriums und hat ausgesucht dicht besiedelte Städte in Japan, möglichst noch nicht bombardiert, es war ja Krieg, es war schon vieles zerstört, damit er die Wirkung dieser Atombombe seines Kindes, er wird auch Vater der Atombombe genannt, drastisch erleben kann und die Menschen auch drastisch beeindruckt sind. Und das waren sie ja dann auch und es gab hunderttausende Tote und es war ganz, ganz schlimm auch für die Überlebenden, die zum Teil die da in der Nähe waren, lebenslang gestorben sind. Also sie mussten immer ihren Tod erwarten. Das sind die Hibikushas. Hibikushas, glaube ich, ja. Ja. Und wir von der Anti-Atom-Initiative und viele andere, mit denen wir gesprochen haben, finden das nicht in Ordnung, dass die Stadt Duisburg, die Teil der Städtepartnerschaft ist mit dieser Städtebund und unser Bürgermeister ist zurzeit der Mayor for Peace, dass diese Stadt dem Oppenheimer eine Ehrentafel anbringt. Und das möchten wir, dass sie abgehängt wird oder ergänzt wird durch eine Information zu seiner Rolle bei dem Abwurf von der Hiroshima-Bomben. Du hast in der Hand, ein Zettel das, da. Magst du das vorzulesen? Was ist die wichtigste Information dabei? Ja, das ist das, was wir an die Fraktionen jetzt schicken, damit die beraten und sich an eine andere Einstellung bekommen und dafür sind die Tafel abzuhängen. Also, jedes Jahr gedenken der Oberbürgermeister Göttingens als Mayor for Peace und die Anti-Atom-Initiative am 6. und 9. August der Toten und Leidenden der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Heute, vor 75 Jahren. Nicht zu verstehen ist deshalb die Ehrung Robert Oppenheimers durch die Stadt Göttingen. Unweit vom Hiroshima-Platz an der Bonifatius-Schule wurde er mit einer Feierstunde und einer Ehrentafel am 16. April 2018 geehrt. Robert Oppenheimer ist der Vater der Atombombe. Er hat die Bomben im Auftrag des US-amerikanischen Kriegsministeriums mit anderen Atomwissenschaftlern entwickelt und war Berater des US-amerikanischen Kriegsministers. Er ist maßgeblich verantwortlich dafür, dass die Bomben über dicht besiedelte Städte in Japan abgeworfen wurden.
Er wollte eine möglichst drastische Wirkung erzielen, wollte das Ergebnis seiner Forschung erleben. Bedenken einiger anderer Atomwissenschaftler gegen den Einsatz der Bombe erreichten ihn nicht. Es traf die Städte Hiroshima und Nagasaki, brachte Hunderttausenden Menschen furchtbare Schmerzen, Tod und für die Überlebenden, die Hiroshimas, ein lebenslanges Leiden. Trotz der furchtbaren Ergebnisse hat Robert Oppenheimer diese Abwürfe Zeit seines Lebens verteidigt. Wir bitten die Vertreterinnen der Stadt, die Ehrung dieses skrupellosen Wissenschaftlers mit mehr Informationen zu überdenken, die Ehrentafel zu entfernen oder mit einer Zusatztafel zu versehen. Auch ihr sollte über die Rolle Robert Oppenheimers beim Abwurf dieser todbringenden Bomben informiert werden. Anti-Atom-Initiative und Unterstützerinnen. Vielen Dank, Lisa Wörter. Bitte. Herr Morales, kann ich da nicht? Ja. 75 Jahre nach Abwurf der ersten Atombombe, 3 Tage später die zweite, auf 2 Städte in Japan, als ultimative Waffe, um einen Krieg zu beenden, angeblich. Diese Bomben zeigen ein Maß an Vernichtung, der unvorstellbar ist, der über Generationen wirkt und der die Unsinnigkeit des Krieges zeigt. Sterben tun Menschen, kaputt gehen ökonomische Werte von Menschen, und welcher Krieg hat jemals Frieden gebracht? Die Atomkraft, von Forschern auch in Deutschland entwickelt, zeitweise gedacht als etwas, was die Menschheit voranbringt, was aber zeigt, dass alles Wissen nicht vor Unmenschlichkeit schützt. Eine Waffe, die über Generationen wirkt, in genetischen Veränderungen, Menschen, die in Japan, weil sie dort gelebt und gelitten haben, ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft in der Folge. Und, meine Damen und Herren, in den 50er und 60er Jahren stehen die ersten taktischen Atomwaffen in Deutschland. An den Grenzen zwischen Ost und West taktische Atomwaffen, die 20 Kilometer weit in die DDR hätten hineinschießen können. Wir wären in den 60er Jahren und in den 70er Jahren ein Hauptkriegsschauplatz gewesen. Auch der Zweite Weltkrieg hat nicht Frieden gebracht, sondern hat Machtverhältnisse neu geordnet, ohne dass Frieden geworden ist. Denn aus dem Zweiten Weltkrieg ist der Kalte Krieg geworden. Diese Waffen wurden dann auch noch weiterentwickelt mit sehr perversen Zielen, nämlich die Frage, keine Sachen mehr zu zerstören, sondern nur noch Menschen zu zerstören. Und meine Damen und Herren, auch heute ist es so, dass wir wieder in einer Zeit leben, wo die militärischen Blöcke, die sich neu herausbilden, unendlich viel Geld in Waffen stecken, auch Atomwaffen. Und ich glaube, wir müssen irgendwann als Menschen lernen, Konsequenzen aus so etwas zu ziehen. Krieg schafft nicht Frieden. Waffen zerstören Menschen. Es gibt den wunderlichen Begriff Kollateralschäden. Kollateralschäden sind im Regelfall Menschen, nicht Sachen. Im Zweiten Weltkrieg sind mehr Zivilisten als Militärpersonen getötet worden. Es gibt auch andere Massenvernichtungswaffen, zum Beispiel Brandbomben, die flächig über Städte geworfen werden, die ganze Generationen vernichten. Ich weiß nicht, wann wir schlau werden, dass so etwas nicht mehr gebaut, so etwas nicht mehr geplant und so etwas nicht mehr eingesetzt wird.
Und es ist eigentlich verwunderlich. Wir haben, glaube ich, alle 1990 gedacht, der Konflikt ist vorbei. 30 Jahre später bauen sich neue Konflikte auf. Alle Konflikte sind beherrscht von ökonomischen Interessen. Und sie üben Macht aus. Und sie sind immer Grundlage dafür, dass Waffen gebaut, verkauft, in fremde Länder geliefert werden. Die Frage, wie geht die Menschheit damit um, kann keiner von uns beantworten. Aber es ist mit Sicherheit falsch, Menschen zu töten. Es ist mit Sicherheit falsch, Krieg zu führen. Der andere Weg der Diplomatie, der Diskussion, ist ein mühsamer. Aber es ist der einzige Weg, der, glaube ich, nachhaltig zum Ziel führt. In dem Sinne lade ich auch ganz herzlich ein, am Wochenende für das Friedensforum am Markt sich nochmal zu treffen, um sich klarzumachen, dass es hier nicht nur um das Gedenken an die Menschen in Hiroshima geht, sondern dass es darum geht, wie wollen wir auf dieser Welt mit unseren Nachbarn leben. Und das muss unser gemeinsames Ziel sein. Herzlichen Dank. Herr Köller, eine Frage. Finden Sie das zeitgemäß noch, den Vater der Atombombe zu ehren? Bitte? Finden Sie noch zeitgemäß, den Vater des Atombombs noch zu ehren? Es gibt viele Väter und Mütter der Atombombe. Und Robert Oppenheimer ist ein Mensch, der beides gemacht hat. Er erkannt hat, dass das, was er gemacht hat, falsch war und nichtsdestotrotz ein hervorragender Wissenschaftler. Danke. Fortgeschritten sind und unserem Bestreben, diese Tafel loszuwerden. Ich habe jetzt hier die Aufforderung an die Fraktionen. Ich bringe sie selbst in die Büros. Alles gut. Und ja, um das nochmal zu überdenken mit mehr Informationen. Ihnen gebe ich den. Danke Ihnen. Das Thema ist mir bekannt. Ja, natürlich. Ja. Okay. Na, herzlichen Dank. Ja, bitte. Herr Köller, eine Frage. Vielleicht können Sie erklären über diese Pamphlet, diese Flyer. Ja, das ist damit die. Nein, mache ich nicht. Wenn, mache ich das als Pressemitteilung an alle. Wir sind das gerade am Vorbereiten. Und meine deutliche Ansage ist, das will ich nicht, diese Art von. Briefen haben nichts in der Ding zu tun. Danke. Ja. Wir müssen ja, wir haben ruhig das, ich habe jetzt den Vertrag, also ich habe euch ja geschrieben, das ist ein anderer Vertrag. So, ich hatte der Oberbürgermeister gefragt nach einer Stellungnahme in Bezug auf ein Flyer, die von rechten Seiten, also rechte politische Seiten meine ich, in Neuli, am Wochenende in Verona verteilt wurden. Aber der meinte, dass diese Stellungnahmen bereiten die vor. Okay, liebe Zuschauer, vielleicht wie eine letzte Aufnahme hier auf der Nähe. Ich verabschiede mich gleich. So, liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Ciao.